Das Krankenhaus St. Josef hat jetzt nach zweijähriger Bauzeit die neue Zentralsterilisation in Betrieb genommen. Sie wurde heute eingeweiht und SWN war natürlich dabei. Das war ein großes, umfangreiches Projekt von der Planung. Wir haben 2,6 Millionen investiert, 1,8 Millionen davon waren Fördergelder und haben jetzt eine neue Zentralsterilisation auf dem modernsten Stand und mit Abläufen, die auch für die Mitarbeiter die Arbeit vereinfachen. Jetzt hat es natürlich auch schon eine alte Sterilisation gegeben. Was ist jetzt der große Quantensprung jetzt zu dieser neuen? Die Fläche ist größer. Die lufttechnischen, die reinigungstechnischen, die kältetechnischen Anlagen sind besser. Die Sterilisatoren arbeiten etwas schneller, aber von der Hygiene-Standardqualität ist der gleiche Standard erhalten geblieben. Jetzt haben ja sehr viele Menschen Angst vor diesen Krankenhausbakterien. Wird dadurch vielleicht das ein bisschen runtergeschraubt, wenn jetzt eine noch bessere Sterilisation da ist? Deswegen machen wir auch diese Veranstaltung heute, um möglichst vielen Leuten, die heute jetzt gerade eben bei der Führung dabei gewesen sind, zu zeigen, wie sicher die Sterilisation funktioniert, dass also keine Bakterien, keine Eiweißbestandteile am Sterilgut mehr dran sind und die ganzen Prüfzwischenschritte zwischen den einzelnen Abläufen genau eingehalten werden, damit man wirklich sicher sein kann, dass alles sauber ist, wenn man selbst dieses Sterilgut braucht. Also im St. Josef Krankenhaus kann man sagen, wird schon sehr auf Sterilisation geachtet. Schweres Wort. Ja, das ist ein schweres Wort. Wir haben etwas mehr geübt bei uns. Ja, es wird darauf geachtet, wobei diese Standards europaweit einheitlich sind. Und man muss davon ausgehen und auch unterstellen, dass das in anderen Häusern genauso gemacht wird. Hier ist es ein hoher Standard. Wir halten ihn ein. Wir sind da auch zertifiziert und validiert. Liebe Schwester Monika, vielen Dank, dass Sie hier sind und dass Sie vielleicht auch gleich einen Tipp an die Großredner Schwester Monika wünscht, nicht mit ehrwürdige Mutter angesprochen zu werden. Liebe Schwester Herrigard, liebe Schwester Lydia, liebe Schwestern der Seelsorge, ich möchte auch alle begrüßen, die heute seitens der, ich möchte schon fast sagen, der Lokalpolitik hier vertretenen sind. Sie haben Heimrecht, Frau Petersen. Vielen Dank, dass Sie wieder hier sind. Herr Kirchner, vielen Dank. Sie beide gehören dem Bayerischen Landtag an. Und Frau Lippert, auch Sie zählen schon fast zu unserer Mitarbeiterschaft. Sie sind uns seit vielen Jahren verbunden, aber als Bürgermeisterin der Stadt Schweinfurt sind Sie uns natürlich auch ganz herzlich willkommen. Ich darf auch alle die begrüßen, die von den Behörden heute da sind. Herr Metzel, Sie vertreten die Regierung von Unterfranken. Herzlichen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, und die Regierung von Unterfranken wird jetzt nicht das erste und einzige Mal erwähnt bleiben. Ich freue mich aber auch, dass mit Herrn Schneeberger, der Leiter des Gesundheitsamtes, heute hier ist, denn Sie haben ja am Thema Steri auch Ihren Part. Ich begrüße alle diejenigen, die sich zum großen Team der Projektsteuerer, Planer und Architekten zählen, denn ohne Sie wäre vieles nicht entstanden, schon auf Papier, aber auch nicht in Wirklichkeit, was wir heute sehen. Ich begrüße alle Chefärzte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die heute hier sind. Sehen Sie es uns den Räumlichkeiten geschuldet nach, dass wir nicht einen großen Tag der offenen Tür gemacht haben. Ich glaube, wenn Sie vorhin mitbekommen haben, mit wie viel Leidenschaft Frau Rudolph uns ihren Bereich vorgestellt hat, dann hätte sie nicht gewollt, dass Hunderte von Massen hier durchtrampeln. Ich begrüße alle Vertreter der Presse und freue mich auf eine wohlwollende Berichterstattung. Ich begrüße aber auch die Mitglieder der Seelsorge, die uns gleich den Segen geben. Da ich heute nur vorgesehen bin, eine Begrüßung zu machen, ja, möchte ich keine großen Worte verlieren. Aber zwei Dinge seien mir als Dank schon an der Stelle erlaubt. Der erste Dank geht an die Regierung von Unterfranken. Sie geht deswegen an die Regierung von Unterfranken, weil sie uns auf den Füßen gestanden hat, schon 2012, als wir die ersten Überlegungen hatten, noch zwei Stockwerke höher in Steri zu bauen. Relativ kuschelig, ja, und mit ganz kleinen Mitteln. Und sie hat uns aufgefordert, denkt doch mal groß und denkt größer.
und baut, wenn er schon was macht, das gescheit. Ja? Dass wir alles, was wir tun, unter dem Schutz Gottes machen und unter ihn auch stellen. Deswegen ist die Segnung einer Sterilisationseinheit sinnvoll, weil wir wissen, dass unsere Fähigkeiten begrenzt sind bei aller 100- und 110-prozentiger Aufmerksamkeit. Wir wissen, dass menschliche Fehler und das Leben einfach seine Kanten und Ecken hat. Und wir bitten Gott, uns dabei zu begleiten. Wir bitten dich um deinen Segen für diese Räume der Sterilisationseinheit, damit durch die Arbeit hier in deinem Geist den Kranken geholfen wird. Segne alle, die im Dienst der Kranken stehen, damit sie ihre Aufgaben pflichtbewusst und hilfsbereit erfüllen und vor Unfall und Missgeschick bewahrt werden. Dir, dem Freund der Kranken und Schöpfer allen Lebens, gebührt Herrlichkeit und Ehre in Ewigkeit. Amen. Und so ich jetzt mit dem Weihwasser die Räume segne, lade ich sie ein, das Lied Nun danket all und bringet Ehre zu singen. Bringet Ehre, ihr Menschen in der Welt, in dessen Not der Engel her, im Himmel schießt er mit. Ermuntert euch und singt mit Schall, nach unser bösen Mut. Er sei ein Wunder überall, und große Dinge tut. Erhebe uns ein fröhlich Herz, erfrische Geist und Sinn, und Herr von Angst, Furcht, Sorg und Schmerz,